Danke, Vater Abt. Je älter man wird, umso länger wird die Einführung. Und manchmal klingt sie denn so, als wäre man schon bei der Beerdigung, weil sie so positiv ist. Herzlichen Dank, Vater Abt. Ich rede Sie jetzt an als Magnus Cancellarius und muss mich bei Ihnen bedanken, aber das will ich jetzt nicht mehr tun. Nur noch erwähnen, aber auch möchte ich erwähnen, den Organisator dieser Tagung, jedenfalls einen der wichtigen, Professor Böhr. Und nicht vergessen darf ich seine Magnifizenz, die uns geistlich immer wieder neu inspiriert. Am 18. April 1920 wurde Karol Wojtyła im polnischen Wadowice geboren. Die 100. Wiederkehr seines Geburtstags führt uns heute hier zusammen. Der sogenannte Professor Böhr bat mich um einen Beitrag und er schrieb, es solle ein möglichst persönlich gefärbter Vortrag sein. Daher der Titel, den der Vater Abt schon genannt hat. Ich möchte versuchen, ins Wort zu bringen, wie ich Papst Johannes Paul als Mitmenschen und als Führer der Kirche erlebt habe. Logischerweise wird es so unvermeidlich, dass ich bei meiner Person anknüpfen muss, obwohl es für Zuhörer misslich ist, wenn ein Redner sich selbst des Öfteren erwähnt. Auch wiederhole ich einige Hinweise, die meine Vorredner schon gegeben haben, aber wir wissen ja, Repetitio est mater studiorum. Ich möchte zunächst etwas von meinen Kontakten mit der Kirche in Polen vorausschicken. Nach einigen Jahren priesterlichen Dienstes für meine Heimatdiözese Paderborn gelangte ich, für mich völlig überraschend, ins Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Deren Vorsitzender, Kardinal Döpfner, holte mich 1972 in die Theatiner Straße nach München. Durch meine Arbeit dort begegnete ich eines Tages meinem polnischen Kollegen Alois Oszulik. Er drängte mich intensiv zu einem Besuch seines damals ziemlich abgeriegelten Heimatlandes. Viele Besuche dort knüpften für mich brüderliche Kontakte, die auch fortbestanden, als ich 1976 in Paderborn zum Bischof geweiht wurde. 1977 entsandte mich der eben genannte Erzbischof Degenhardt zu einem für die Kirche Polens spektakulären Ereignis, einer Kirchweihe in der Vorstadt von Krakau, Nowa Huta. Dieser Stadtbezirk war geplant als Modell für eine humane Lebenswelt ohne jedes christliche Element. Doch Bischof Wojtyła widersetzte sich dieser Idee mit Wort und Tat. Schon 1959 hatte er dort etwa zu Weihnachten unter freiem Himmel eine Christmette gefeiert. Später gelang dann, trotz handfester Auseinandersetzungen mit den Staatsmächten, der Bau einer Kirche. Militante Vorstöße von Regierungstruppen gegen die christlichen Arbeiter hatten es nicht vermocht, einen Kirchbau zu verhindern. Sie wurde nun konsekriert und war gleichsam ein Monument des Sieges der Katholiken über die kommunistische Diktatur, ein Symbol von Glaubenskraft und Bürgermut. Als einziger ausländischer Bischof nahm ich teil an der Liturgie. Obwohl ich von der polnischen Predigt des Kardinals kein Wort verstand, war ich betroffen von deren Heftigkeit und Lautstärke. Die Feier berührte mich stark. Anschließend hielten wir Mahl. Wir waren 6 oder 8 Personen und hier lebte Karol Wojtyła als einen aufgeräumten, dynamischen Mitbruder. Ein Jahr später machte ich im August mit Freunden Ferien in Ostpolen am Wigrisee. Einer von ihnen berichtete in den Tagen für mich Seltsames: Vorahnungen und Träume, Mitteilungen Verstorbener
und andere rätselhafte Dinge. Ich ordnete sie gleich ein unter der Rubrik Geschichten für das Lagerfeuer. Und der Erzähler merkte, dass ich seine Worte belächelte. Das ärgerte ihn. Als dann wenig später der Tod Papst Pauls VI. Bekannt wurde, traf ich ihn wieder in Augustow auf der Straße. In der vorigen Woche hat ein Bekannter von mir geträumt, dass Paul VI. Stirbt und der Kardinal von Krakau sein Nachfolger wird. Nun ist Paul VI. Tatsächlich gestorben und wir haben zu dem Träumer gesagt, ein kleiner Prophet bist du schon. Vielleicht wirst du einmal ein großer Prophet sein. Ich war verwundert und dachte, der Träumer könnte wirklich recht haben. Als dann allerdings Ende des Monats Kardinal Luciani zum Papst gewählt wurde, vergaß ich die eigenartige Geschichte aus Ostpolen. Doch unerwartet schnell sollte der Kardinal von Krakau wieder in mein Leben treten. Im September 1978 wagten die katholischen Hirten aus dem sozialistischen Polen erstmals einen offiziellen Besuch in die kapitalistische Bundesrepublik. Prälat Hohmeier, dem Sekretär der Bischofskonferenz, oblag die Organisation. Wenige Tage vor dem Termin rief er mich an, es sei vergessen worden, der Delegation einen deutschen Repräsentanten als ständigen Begleiter zuzuordnen. So sei das aber eigentlich diplomatische Gepflogenheit. Ich nahm gerne an. Auf der Reise galt alle mediale Aufmerksamkeit ausschließlich Kardinal Wyszynski. Die anderen Bischöfe standen völlig im Schatten des Primas. Als wir durch die Diözesen fuhren, saß Kardinal Wyszynski mit dem jeweiligen Ortsbischof im ersten PKW der Wagenkolonne, im zweiten der damals kaum genannte Kardinal Wojtyła zusammen mit mir. Die langen Straßenkilometer gaben uns fortwährend Gesprächsgelegenheit. So lernte ich meinen Nachbarn etwas näher kennen, seinen feinfühligen Umgang und sein waches Interesse. Auch über theologische Untersuchungen und deren Publikationen unterhielten wir uns. Der damalige Professor Wojtyła suchte nach Möglichkeiten, seine ethischen Studien in einer westlichen Sprache herauszubringen. Dann irgendwann ich zu Kardinal Wojtyła: Ich schenke Ihnen gern ein letztes Exemplar meiner Doktorarbeit, wenn Sie mir versprechen, es zu lesen. Er sagte zu. Ohne Frage, in den wenigen gemeinsamen Tagen hatte Karol Wojtyła mich für sich eingenommen. Als ich nach Paderborn zurückkehrte, traf ich vor dem Generalvikariat auf Hermann Christoph, einen der Domkapitulare. Er hatte unsere Reise im Fernsehen verfolgt und sprach begeistert von den Predigten und Reden des Primas. Meine wörtliche Reaktion: Wyszynski ist gut, Wojtyła ist besser. Wieder dauerte es nicht lange, bis mir der liebe Gott eine neue Begegnung mit diesem Mann schenkte. Johannes Paul I. war seiner Krankheit und körperlichen Schwäche rascher erlegen, als man ahnen konnte. So stand die Kirche Ende September 78 erneut ohne Nachfolger des heiligen Petrus da. Da fiel mir der Traum des Mitbruders aus Augustow wieder ein. Äußerst gespannt verfolgte ich in den Medien alle Nachrichten. Vor allem interessierte mich, ob wohl auch ein Nicht-Italiener beim anstehenden Konklave Chancen haben würde. Meine innere Unruhe explodierte, als ich am 16. Oktober hörte: Wir haben einen neuen Papst, den Kardinal von Krakau. Sofort bestürmte mich der Wunsch, zu seiner Einführung nach Rom zu fliegen. Nie wieder, so schien mir, werde ich mit dem Mann persönlich bekannt sein, den Christus zum Nachfolger des heiligen Petrus bestellt hat. Während des Fluges erfuhr ich aus der Zeitung, dass Don Stanislaus Ciwisch, dem ich beim Deutschlandbesuch der Polen begegnet war,
als Privatsekretär im Vatikan bleiben würde. Also hatte ich wenigstens eine Bezugsperson im römischen Umfeld des neuen Papstes. Dank der Hilfe dieses Sekretärs wurde mir dann sogar am Tag der Einführung Johannes Pauls II. Der Zugang zum Palazzo Apostolico erlaubt. Der Rektor des Campo Santo borgte mir seine Soutane. Nach dem Einlass wartete ich dort allein in einem der Säle. Von irgendwo hörte ich Reden aus Lautsprechern, Applaus, neue Reden, Gemurmel, ich wartete. Es war ganz still und ich dachte, jetzt hat man dich offenbar vergessen. Da ging plötzlich die Tür auf und der neue Papst trat in den Saal. Seine Frage an mich auf Deutsch: Nun, was sagen Sie denn jetzt? Meine verdutzte Antwort: Ich freue mich so sehr, dass Sie zum Papst gewählt wurden und ich wollte Ihnen das auch ganz persönlich sagen. Wir wechselten einige Worte. Ich hatte ein wirklich sehr schlechtes Gewissen, diesem Mann an einem solchen Tag die Zeit zu stehlen. Dann sagte er unversehens: Aber Ihre Doktorarbeit habe ich noch nicht gelesen. Obwohl doch an diesem 22. Oktober die halbe Welt auf ihn schaute, dachte er an eine Bagatelle, die mich betraf. Da war wieder sein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen für den anderen, das ihn vor manchen Zeitgenossen auszeichnet. Es ist wohl diese Empathie, die aus Votiva einen Menschen mit auffallend großer geistlicher Rufkraft machte. Sie war ihm fraglos von Natur ausgegeben. Er hatte sie aber auch gründlich reflektiert. In seiner Habilitation 1953 befasst er sich etwa mit der Wirkung von Vorbildern auf die Mitmenschen. Er stützt sich dafür auf den Philosophen Max Scheler. Näherhin untersucht er die Möglichkeiten der pädagogischen Führung und der Wertevermittlung. Er betont: Vom Lehrer werden Maßgabe und Intention nicht nur mit Worten weitergegeben. Der Jünger wird viel stärker von der Authentizität und Integrität seines Führers angesprochen und gewonnen. So jedenfalls interpretiere Scheler die Bereitschaft zur Gefolgschaft. Demnach ist die Stiftung einer geistigen Ausrichtung des Schülers auf den Lehrer ein verlässlicher Weg zu menschlicher und religiöser Orientierung. Die Literaturangabe lese ich jetzt nicht mit. Augenscheinlich trug auch die eigene Erfahrung bei diesem Mann zu solcher Erkenntnis und zu solchen pädagogischen Impulsen bei. In einer wichtigen Phase des Lebens begegnete er nämlich einem Laienkatecheten, durch den ihm bewusst wurde, wie bedeutsam Authentizität für die Grundlegung des Glaubens ist. Das und wie dieser ihn formte, hat er später zu Papier gebracht. Unter dem Titel »Ein Apostel« analysiert er die Verstörung, die der Schneider Jan Tiranowski bei dem 19-jährigen Karol und seinen Alterskameraden auslöste. Bei der Niederschrift seiner Erfahrung 10 Jahre später erinnert er sich noch genau. Die Heranwachsenden begegneten ihrem Katecheten zunächst mit Skepsis. Eine Skepsis, die entsteht, wenn Ansprüche auf den Freiheitsdrang und den Stolz junger Menschen treffen. Dabei führt Karol Wojtyła im Rückblick auf die anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten diesen nicht zurück auf den Altersunterschied, sondern vor allem auf die Art, in der er den Schülern den Unterrichtsstoff darlegte. Seine Art war zu fromm, hatte keine Spur von Originalität. Der Katechet blieb diesen Burschen ein Rätsel, denn er trug in sich eine Auffassung vom Leben,
die ihnen bisher ganz unbekannt war. Sie fragten sich zunächst in innerer Auflehnung gegen ihn: Was will dieser Mann von mir? Was in mir überzeugt ihn nicht? Denn in der Konfrontation mit ihm wurde sofort deutlich, dass er nicht kam, um sie zu bestätigen. Er zielte auf ihre Person als solche, auf ihre Auffassung, ihre Gefühle, auf das Engagement. Ihnen aber war es nicht einfach, das Fundament seiner erzieherischen Einwirkung anzunehmen. Votiva wörtlich: Die Wahrheit von einem neuen, von einem inneren Leben, wie sie gerade Jan vorschwebte, war ihnen völlig unbekannt. Nicht Verstandesarbeit und Wissen steuerte dieser Katechet bei, nicht irgendeine Vermittlung von Kenntnis und Können. Er beabsichtigte, Leben und Tun zu verändern. Zitat: Doch war ihnen ihr Leben bislang nicht wirklich gelungen erschienen, fragten sich die jungen Leute, als recht vollkommen, dem äußeren Eindruck nach unverwundbar, unzugänglich für künftige gewalttätige Eindrücke. Ganz bestimmt hatten einige von ihnen in gewisser Selbstzufriedenheit diese Überzeugung. So prüften sie umso sorgfältiger alle Worte, die Jan an sie richtete. Und mit Mühe überwanden sie ihre intellektuellen Einwände, klärten sich ihre widerstrebenden Gefühle. Zitat: Es war sein inneres Leben, das seinen Worten Gewicht gab, das all sein Verhalten erklärte, das zu ihm hinzog, gegen alle Vorbehalte und allen Widerstand. So schließt der Priester Votiva seine Erinnerungen. Wer immer dabei war, wie Karol Votiva später in privaten Gesprächen oder auch vor Tausenden das innere Ohr der Menschen erreichte, dem bestätigte sich fraglos die Wirkung solcher Kohärenz zwischen Wort und Leben. Im Jahr 1980 berief mich dann Johannes Paul in den Vatikan. Dort trat ich zu Ostern die Arbeit als Vizepräsident des Laienrates an. Durch sie begegnete ich in Rom auch immer wieder jugendlichen Pilgern aus aller Welt. Sie weckten den Plan, in der Nähe des Vatikans einen Ort zu schaffen, an dem sie sich mit gleichaltrigen Römern treffen konnten. Das Centro San Lorenzo entstand mit Hilfe der neuen geistlichen Bewegungen, die nach dem Vatikan II stark geworden waren. Aus deren Kreis kam dann wenig später der Vorschlag, während des außerordentlichen Heiligen Jahres 1983/84 ein internationales Jugendtreffen zu machen. In der Vatikanischen Kurie hielt sich die Begeisterung unserer Absicht erkennbar in Grenzen. Und beim Weltepiskopat reagierte man sogar ablehnend. Ein Kommentar: Es kommt den Römern nicht zu, unsere Jugend zu organisieren. Doch der Heilige Vater machte uns Mut und gab uns grünes Licht. Trotz der widrigen kirchlichen Winde und manch ärgerlichen Barrieren seitens der römischen Stadtverwaltung wurde das Treffen zu einem echten Kirchenereignis. Gegen 300.000 junge Leute folgten der Einladung des Papstes und nahmen am Palmsonntag 1984 an der Eucharistiefeier auf dem Petersplatz teil. Alles verlief bei einem selbst für Rom überdimensionalen Ansturm so geordnet und vorbildlich, dass sich die Öffentlichkeit wunderte. Der 91-jährige Kardinaldekan Confalonieri, der an der Terrasse gegenüber der Peterskirche einige Phasen des Jugendfestes miterlebt hatte, kommentierte: Selbst die ältesten Römer können sich an Ähnliches nicht erinnern. So ermöglichte das Charisma Johannes Pauls einen Anfang für einen weltweiten, bedeutsamen Impuls in der Jugendpastoral. Karol Wojtyła, ein Entertainer, ein Popstar,
Wer das denkt, muss unbedingt sein geistliches Tagebuch lesen. Diese Publikation mit dem Titel »Ich bin ganz in Gottes Hand« enthält persönliche Notizen über sein Glaubensleben und konfrontiert mit den spirituellen Wurzeln dieses Glaubenszeugen. Sie bei einer Annäherung an ihn zu übergehen, wäre unverzeihlich. Über Jahre hin notierte er in ihr geistliche Inhalte, die ihm während seiner Exerzitien ausfüllten. Nüchtern und mit einfachen Worten spiegeln sie seine Frömmigkeit. Sie deuten an, wovon seine Seele bewegt ist. Der heilige Kardinal Newman nannte diese innige Hinwendung zu Gott Cor ad cor loquitur, das Herz spricht zum Herzen. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, treffen wir ihn betend in seiner tiefsten Aufrichtigkeit. Bei Johannes Paul II. Fällt sofort auf, dass er unablässig Gottes Antlitz sucht. Er gehört nicht zu den Kirchenleuten, die sich vor allem an Gemeindewünschen und Umfrageergebnissen orientieren. Gleich zu Anfang betonen diese Notizen, ich muss sie nun kursorisch referieren, unüberhörbar solche Gottverwiesenheit. Seine Exerzitien zum 16. Jahrestag seiner Priesterweihe im Oktober 62 kreisen ausschließlich um das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Wo sieht er sich herausgefordert, sich mit großem Engagement den zeitlichen Aufgaben zu widmen? Doch gerade darum setzt er den theozentrischen Akzent, gleichsam für sich selbst, als hermeneutischen Schlüssel für seinen Dienst. Er erbittet die Bekehrung von Gott und die Neubewertung von allem hinsichtlich des Wertes, den alles in Gott hat und auf den uns Christus der Herr wies. Alles muss ständig in den Händen Gottes sein und sich auf Gottes Hilfe stützen. Dann lehnt er ausdrücklich alle Psychologisierung des Hirtendienstes ab. Ein andermal am 13. September 1968 meditiert er die Berufung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott. Er setzt sie in Analogie zur Vereinigung von Person zu Person. Das heißt, sie ist erstens eine Vereinigung in der Wahrheit und in der Liebe, die sich auf die Erkenntnis und den Willen stützt. Und zweitens ist sie eine Vereinigung von Personen, Vereinigung des Menschen mit den Personen der heiligen Dreifaltigkeit, mit dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Zitat Ende. 1973 Exerzitienkurs in Polen im Hinblick auf die angekündigte Bischofssynode über die Evangelisierung. Er studiert keine kirchliche Statistik, entwirft keinerlei pastorale Projekte. Er entwickelt ausführlich und originell ein Bild der Trinität, des Miteinander von Vater, Sohn und Heiliger Geist. In seinem Apostolat möchte er bei anderen eine personale Beziehung zu Gott stiften. Zitat: Gott schätzt Freundschaft mit seinen Gläubigen. Dann deutet er die ewige Seligkeit als personales Verhältnis, als Aufnahme in das dreifaltige Leben der göttlichen Personen. 1984. Es erscheint bezeichnend, dass der Papst fortwährend über Gott nachdenkt. Er setzt Glaube nicht als etwas ohnehin Gegebenes voraus. Und er sucht Gottes Nähe, indem er der Frömmigkeit auch jenseits der geforderten zeitlichen Übungen im Alltagsprogramm die angemessene Zeit einräumt. Das zeigte sich etwa während des erwähnten Deutschlandaufenthalts. An einem Nachmittag in Köln war er unauffindbar. Man fand ihn nicht im Gästezimmer, im Garten, in seinem Schlafzimmer. Schließlich entdeckte man in der nahen Kirche St. Andreas. Er betete den Kreuzweg, wie immer am Freitag. In Krakau, so erfuhr ich später, hatte er als Kardinal in seiner Hauskapelle vor dem Tabernakel einen Tisch aufgestellt.
Dort konzipierte er angesichts des eucharistischen Herrn seine Predigten und wichtige Stellungnahmen. Schließlich muss ich noch meine erste Konzelebration mit dem Papst erwähnen. Sie war für morgen 7.30 Uhr angesetzt. Ich kam relativ früh und war als Erste in der Kirche der Papstwohnung. Dort fand ich ihn in der Mitte des Raumes, hinter seinem großen Armstuhl auf dem Boden kniend, die Arme auf der Rückenlehne dieses Sessels und das Gesicht in den Händen vergraben. Er war damals noch jung und hielt, wie ich später hörte, vor Messbeginn morgens eine halbe Stunde lang in dieser Weise stille Anbetung. Als er mich eintreten hörte, wandte er sich mir kurz zu. Ich sah sein Gesicht. Da erinnerte ich mich an ein Wort, das die Italiener nach seiner Wahl geprägt hatten. Un Papa che viene da lontano, ein Papst, der von weit her kommt. In Italien wollte man damit ausdrücken, dass er kein Italiener war. Ich jedoch gab seines Anblicks wegen dem Satz einen anderen Sinn. Ein Papst, der aus der gläubigen Nähe zu Christus kommt. Zu dieser Christusfrömmigkeit gehört für den Heiligen untrennbar die Verbundenheit mit der Gottesmutter. Wir haben heute schon davon gehört. Sein Wappenspruch Totus Tuus geht auf die marianische Spiritualität des Heiligen Louis-Marie Grignion de Montfort zurück. Über dieses Motto haben gelegentlich Nicht-Katholiken und auch Katholiken die Stirn gerunzelt. Er hingegen erörtert in seinem geistlichen Tagebuch die theologischen Gründe seiner Beziehung zur Gottesmutter. Wörtlich: Die Erlösung begann mit Totus Tuus. Da ist nur ein einziger Mensch, ein neuer Mensch, dem Gott sich selbst anvertraut hat. Der Sohn Gottes braucht Maria. Maria stimmt diesem Vertrauen Gottes mit seinem ganzen Erlösungsinhalt und der ganzen Dynamik zu. Sie hat daraus geschöpft und schöpft immer noch aus dem, was es für jeden Menschen enthält. Mariens Ja animiert den jungen Bischof Karol zur eigenen Bekehrung und lehrt ihn eine Neubewertung seines Seelsorgsdienstes im Geist der Magd des Herrn. So ist Maria in den Meditationen keineswegs ein Hinweis auf naive Sentimentalität, sondern sie wird immer zu neuem Anspruch. Professor Böhr hatte mir gesagt, dass ich ein bisschen was kürzen sollte. Ich habe das auch getan. Ich habe da gekürzt, dass eine Spiegelnummer über den Papst seine geistige Gesundheit bezweifelt wegen seiner marianischen Frömmigkeit. Als er nach dem mörderischen Attentat des Ali Aksha wieder seiner Aufgabe nachgehen konnte, kam ich aus Portugal zurück. Schon bald hatte ich Gelegenheit, ihn bei einer kurzen Begegnung an dieses Land zu erinnern. Heiliger Vater, Sie werden in Portugal erwartet. Er darauf: Sie hat allen Grund, dass ich mich bei ihr bedanke. Im Mai 82 reiste er dann nach Fatima. Doch solche Suche der Gottesnähe verleitet Karol Wojtyła nicht zu spirituellem Intimismus oder pastoraler Apathie. Während seiner ersten Exerzitien als Papst 79 richtet er den Blick nüchtern auf Menschheit und Gesellschaft. Zitat: Die Situation der Welt ist in vielerlei Hinsicht beunruhigend. Zur Situation der Kirche kann man sagen, das Böse ist sogar in die Gotteshäuser eingedrungen. Seine apostolische Dynamik drängt ihn daher zu unermüdlichem Einsatz. In den 26 Jahren seines päpstlichen Dienstes absolvierte er ein Mammutprogramm. Eine Zeitschrift nannte ihn den Marathonmann. Er war geleitet von einer tiefen Sorge des guten Hirten. Obwohl der Papst ganz offensichtlich die Menschheit für Christus gewinnen wollte, widerstrebte es ihm, sich durch Konzessionen beliebt zu machen. Er ist kein Gleichgewichtskünstler,
der jedes einerseits mit einem andererseits relativiert. Das Evangelium speit den Lauen aus, Apokalypse 3,16. Es trennt zwischen heiß und kalt, zwischen weiß und schwarz, zwischen Böcken und Schafen. Dem Geist des Wortes Gottes entspricht die Eindeutigkeit. An einer anderen Stelle: Da wir zu größeren Liebe berufen sind, ist die Sünde für uns eine größere Last. Es ist darum das Odium Peccati notwendig. Hier muss man das Gute als das Gute und das Böse als das Böse beim Namen nennen. 1974 beruft er sich auf den heiligen Bonifatius, der in Deutschland den Martertod erriet. Nicht verlassen dürfen wir die Kirche, sondern wir müssen sie steuern. Die Wahrheit kann gehetzt, aber sie kann nicht besiegt und getäuscht werden. Der Gegensatz zur geistlichen Vaterschaft ist nach ihm Permissivismus, Protektionismus, Kampanilismus, Unschlüssigkeit, Tagungsmanie, Redseligkeit, Schwätzerei. Was es braucht, ist Liebe und Umsicht. Dann schreibt er: Frage, verstehe ich meinen Dienst auf dem Stuhl Petri als Verteidigung der Rechte Gottes, der Rechte des Schöpfers und des Erlösers? 4 Jahre danach. Der heilige Papst Pius X. sagte, das größte Hindernis beim Apostolat ist die Ängstlichkeit und der Kleinmut der Guten. Das Gegenteil ist Parisia, Freimut, der Mut und die Freiheit des Geistes, deren Gipfel Christus ist. Solcher Starkmut hatte seinen Widerhall in seinem Tun. Er exponierte sich und provozierte, etwa in die Kirche hinein. Er intervenierte beim Jesuitenorden, als seine eigenen mühsamen Versuche einer klareren Rückbindung an die Kirche und ihre Lehren nicht gefruchtet hatten. Schließlich löste er den Ordensgeneral Arupa ab und ernannte Pater Paul Ditzer als seinen persönlichen Delegaten. Diese Suspendierung der Ordensleitung war der größte Schock, der dem Orden seit seiner Aufhebung 1773 widerfuhr. Dann auch durch politischen Mut. Er war bei der zweiten Polenreise im Juni, es war bei der zweiten Polenreise 1983. Ich durfte den Papst begleiten. Das Kriegsrecht war im Dezember 81 ausgerufen worden. Der Papst nutzte seinen Pastoralbesuch, um sich mit dem starken Mann des Ausnahmezustands General Jaruzelski zu treffen. Im Volk herrschte große Angst und Hoffnungslosigkeit. Abends versammelten sich in Krakau vor dem Domizil des Papstes eine Gruppe aufgebrachter Menschen, vor allem Studenten. Der Papst ging hinaus und redete lange mit ihnen. Drinnen reagierte beunruhigt Kardinalstaatssekretär Casaroli, der politisch kluge Diplomat. Er sagte voll Unmut: Was will er denn? Will er Blut vergießen? Will er den Krieg? Will er die Regierung stürzen? Das ist authentisch. Aber die Risiken seiner Eindeutigkeit machten sich, über die Risiken machte er sich keine Illusionen. Im März 81, einen Monat vor dem Angriff auf sein Leben, verzeichnet er das Wort der Apokalypse vom treuen Zeugen, der getötet wird. Christus ist der Fels. Was kann grandioser sein, als von Christus zu hören, mein treuer Zeuge? Dann spricht er vom weißen und vom roten Martyrium, von dem Preis, den er selbst ausgesetzt war. Ein letztes Zitat zur Gegensätzlichkeit zwischen Evangelium und Welt. Die Treue zu Christus begegnet Widersprüchen. Es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt. 2 Timotheus 4. Doch dieser Hass der Welt minderte seinen eigenen missionarischen Eifer nicht.
Ganz offenbar trieb ihn die Freude an, die dem Apostel geschenkt wird. Und er wollte, dass auch andere Christen sie spürten. Gleich nach Ende des Zweiten Vatikanums hatte er in Polen die Laien in die Vereinigung, in die Verbreitung des Evangeliums einbezogen. Als Bischof von Krakau rief er schon 1972 eine Diözesansynode ein, an der die Laien teilnahmen. Auch andere sollten erfahren, was ihn seit seines Lebens beglückte, was ihn mit Dank erfüllte und ihm den Weg zum Priestertum gewiesen hatte. Glaubensweitergabe an die Mitmenschen. Ich habe als Vizepräsident im Laienrat oft erlebt, wie glücklich die Leute, die Laien wurden, die Apostel geworden waren, wie sie sich freuten. Dann zählt nicht mehr die Arbeit und die Zeit, sondern man hat einen inneren Motor und der läuft. Für Wojtyła war demnach das Laienapostolat nicht dadurch motiviert, dass es der Kirche an Mitarbeitern gefehlt hätte. Polen hatte damals noch volle Priesterseminare. Allen Getauften sollte vielmehr die Wahrheit von Gott und das Glück seiner Nähe im Apostolat aufgehen. Wieder geben seine geistlichen Notizen Aufschluss. Er durchdenkt, dass Gott den Kult des eigenen Ich aufbricht, indem Gott gnadenhafte Teilhabe an seiner eigenen Liebe und an seinem Erlösungswillen gewährt. Wörtlich dann: Mit diesem Begriff der Teilhabe konnte der menschliche Gedanke den Weg zur Wirklichkeit Gottes und zum Geheimnis Gottes finden. Denn Gott ist derjenige, der sich ganz gibt. Dann, als Papst, lancierte er darum die Idee und proklamierte die Neuevangelisierung. Diese Losung wurde zu seinem Markenzeichen. Papst Wojtyła gebrauchte den Begriff Neuevangelisierung erstmals 1979 bei seinem Heimatbesuch. Er reiste damals eigens nach Nowa Huta, der schon genannten umstrittenen Kirche. Dort sagte er: Vom Kreuz in Nowa Huta nahm die Evangelisierung ihren Anfang, die Evangelisierung des zweiten Millenniums. Sein Leitspruch Neuevangelisierung stammt demzufolge nicht vom Schreibtisch. Er ist für den Papst gefüllt mit Dynamik und Sprengkraft. Trotz solch dramatischer Wurzeln waren es die friedlichen, nachkonziliaren Neuaufbrüche des Heiligen Geistes, denen er vor allem die Neuevangelisierung zudachte. Die sogenannten geistlichen Bewegungen fanden in ihm einen Promotor. Als er unseren Rat für die Laien 87 zu einer Audienz empfing, gab er diesen Neuaufbrüchen überraschend einen theologischen Ort in der Kirche. Er hob die beiden Dimensionen der kirchlichen Sendung hervor, die institutionale, die damals keineswegs beanstandet wurde, aber auch die charismatische, und nannte letztere mit einem gewichtigen Wort koessential, gleich wesentlich. Johannes Paul II. Förderte unaufhörlich die kirchliche Sendung der Laien. Doch nicht, um die Kirche zu demokratisieren. Das ist vielleicht mehr als 30 Jahre später neu zu betonen. Als Katholiken glauben wir an die Unverzichtbarkeit des Weihesakraments und der Geweihten. Die skandalösen Sünden kirchlicher Hirten tragen leider dazu bei, den Glauben an das kirchliche Amt zu verdunkeln. Doch wer das geweihte Amt herabsetzt oder negiert, kann sich nicht auf Papst Wojtyła und sein Engagement für das Apostolat aller Getauften berufen. Im Gegenteil, Johannes Paul tritt entschieden für die Unentbehrlichkeit des Priesters ein. Die sibirischen Weiten haben sie ihn gelehrt. In seinem ersten Brief an die Priester zum Gründonnerstag 79 äußert er sich mit bewegender Klarheit. Er schreibt: Denkt an jene Orte, wo die Menschen sehnsüchtig auf einen Priester warten,
wo sie seit vielen Jahren sich unablässig einen Priester wünschen, weil sie sein Fehlen schmerzlich empfinden. Es geschieht zuweilen, dass sie sich in einem verlassenen Gotteshaus versammeln, auf den Altar die noch aufbewahrte Stola legen und alle Gebete der Eucharistiefeier sprechen. Im Augenblick, der der Wandlung entsprechen würde, tritt jedoch eine große Stille ein, die manchmal von einem Weinen unterbrochen wird. So brennend verlangen diese Menschen danach, jene Worte zu hören, die nur die Lippen eines Priesters aussprechen können. So sehr sehnen sie sich nach der heiligen Kommunion, die sie aber nur durch die Vermittlung des priesterlichen Dienstes empfangen können. Wie sie auch voller Sehnsucht darauf warten, die Worte der göttlichen Vergebung zu hören: Ich spreche dich los von deinen Sünden. So tief empfinden sie es, dass ihnen der Priester fehlt. Ich komme zum Schluss. Viele Kommentatoren befassen sich anlässlich des 101. Geburtstags mit dem erstaunlichen geistlichen und weltpolitischen Einfluss unseres Heiligen. Als zentraler Grund für seine ungewöhnliche Strahlkraft war fraglos seine Glaubwürdigkeit. Bis hin zu seinem öffentlichen Sterben, mit dem er uns seine letzte Botschaft mitteilte. Er verstand sich nicht als Repräsentant einer Nichtregierungsorganisation, angesehen wegen ihres Beitrags zu Gerechtigkeit und Frieden. Schon gar nicht sah er sich als Vorsitzender eines Komitees zur Rettung der Erde. Er brannte für das endgültige Heil. So gewann er Authentizität. Eine Zeitanalyse des kürzlich verstorbenen bedeutenden US-Philosophen George Steiner kann zu vertieftem Verständnis beitragen. Dieser Kulturkritiker publizierte vor Jahren ein eindrucksvolles Plädoyer für das unverfälschte Titel von realer Gegenwart. Er befasst sich mit der Second-Hand-Annäherung an Dichtung, Musik und Malerei, wie sie in Mode gekommen sei. Darum wären wir alle überwältigt von Vorspiegelungen und Fassaden aus Pappmaché, von geschäftiger Wichtigtuerei, von der Schau, eben von Eindrücken aus zweiter Hand. Steiner beschwört den Vorrang des Primären mit der uns zustoßenden Unmittelbarkeit. Direkte und offene Berührung mit Dingen und Personen fesselt. Sie stiftet Sympathie. Sie vollzieht sich, wenn jemand nicht ein Duplikat ist, sondern Gewährsmann. Bei Johannes Paul II. Waren Reden und Tun austauschbar. Wort und Werk, Lehre und Leben bestätigten sich gegenseitig. Er war echt. Am 27. Januar 214 wurde er heilig gesprochen. Heiliger Johannes Paul, bitte für uns.